Das ist ein historischer Moment. Hier wird Geschichte geschrieben, Mühlengeschichte. Der Charme, der nachher davon ausgeht, ist 10-mal höher, als wenn du eine neue Tür hättest. Das soll ein Bistro sein, wo man sagt, okay, man kann hier, bevor man zum Hafen runtergeht, sich eine Kleinigkeit noch mitnehmen. Es hat gebrannt, so dass ein Großteil der Werkstatt vernichtet wurde. Ich wollte schon immer ein papierloses Büro haben, aber nicht so schnell. Seine Mission? Den Glanz der alten Hafenstadt Flensburg wiederherstellen. Christian Schäfer ist Spezialist für historische Gebäude. Bruno, komm. Komm hier. Bruno, komm rein. Ein Auftrag, dieses Haus sanieren. Gut, dann lass uns mal rumgucken, was wir hier noch haben. Ja. Wir haben hier die Wandverkleidung, die soll ringsrum wahrscheinlich nachher noch ergänzt werden. Müssen wir gucken, weil da kommt eine Gastro ja rein. Ja. Die haben da drüben nachher geplant eine Sitzbank, da kommt Sitzbank. Hier vorne kommt der Tresen hin, wo jetzt das Graue ist vom Fliesenmaterial. Das kommt aber alles raus, da kommen Zementfliesen rein, wenn ich das richtig im Kopf habe. Dann wird hier die Küche, machst du mal ein bisschen Licht an. Christian ist Tischlermeister. Noch liegt er bei diesem Projekt gut im Zeitplan. Dann kommt hier geplant der Arbeitsbereich hin. Spülmaschine, Waschbecken hier drüben. Das soll ein Fisch- und Chips-Bistro sein, wo man sagt, okay, man kann hier bevor man zum Hafen runtergeht, sich eine Kleinigkeit noch mitnehmen. Man kann aber auch hier drinnen was essen und kann was mitnehmen. Es wird eher so ein bisschen modern sein, ein bisschen schnancy-fancy dabei sein. Ein denkmalgeschütztes Haus mit Blick auf den Hafen von Flensburg. Die Tür ist aus dem Entstehungsjahr des Hauses, so 1920 rum. Und ausgebaut werden muss sie jetzt, weil wir doch ein paar Reparaturen da dran haben, die es einfach sinnvoller machen und man schöner das machen kann in der Werkstatt direkt. Anstatt jetzt hier auf der Baustelle mit nur begrenzten Mitteln arbeiten zu können. Ich gehe rückwärts. Ich gebe an? Ja. Nur etwa 2 Kilometer Luftlinie entfernt liegt die Bergmühle von Flensburg. Ja, stopp mal eben. Lass mal die Flasche ab. Die Mühle von 1792 soll heute eine neue Kappe und neue Flügel bekommen. Endlich. Auf diesen Moment haben sie jahrelang hingearbeitet. Aber die machen gute Arbeit, die Leute. Man muss schon zweimal hingucken, damit man es auch lesen kann. Ne? Normalerweise gibt es so etwas nur einmal im Leben. Insbesondere einmal im Mühlenleben, nämlich zum Neubau, ne, passiert das. Dass die Kappe wieder abgenommen wird, passiert eigentlich relativ selten. Ja, alle 40 bis 60 Jahre, ne? Im Grunde genommen muss man so rechnen. Ne? Dann müssen wir von heute ab noch mal 60 Jahre rechnen, oder? Dann mache ich nicht mehr mit. Walter Skau ist Müller und Jürgen Beuse der erste Vorsitzende im Mühlenverein. Ah, wunderbar, meine Güte. Also hier hat er schon gezockt. Erst muss die Kappe auf die Mühle. Dann können die neuen Flügel montiert werden. Und sie schwebt. Und sie, ne? Bewegt sich grade. Doch. Ja. Was für die Mühlenbauer jetzt Routine ist, ist für uns ja eine Sensation. Ne? Und für mich auch. Man sieht auch, wie angespannt sie selbst auch sind. Ja. Ne? Das ist schon ein ganz besonderer Augenblick. Ja. Jürgen engagiert sich ehrenamtlich für die Mühle. Wie alle im Verein. Ich muss aber über das Dach hinten rüberschwenken. Das wird noch spannend. Guckt ihr den Ausleger an. Ne? Ich meine, das sind so 14, 15 Tonnen. Hast du die Zahl 12, auch mal gehört? Aber ich werde gleich mal den Kranführer fragen. Die Mühle steht mitten in der Stadt auf einem kleinen Hügel. Die Häuser und Bäume drumherum dürfen nicht beschädigt werden. Christian soll nicht nur die Tür restaurieren. 1, 10. Er ist für den gesamten Innenausbau des historischen Gebäudes verantwortlich. Auch für die Wände und den Fußboden.
Das war früher ein Kiosk, ein Spätkiosk, wie es in Flensburg häufiger gibt. Der hat dann aus Altersgründen aufgehört. Und davor war es ein Tanzcafé. Da gehörte die Etage oben drüber noch dazu. Im hinteren Bereich ging eine Treppe nach oben. Und da waren in den 20er, 30er Jahren Tanzveranstaltungen. Und dann war über 15, 20 Jahre ein Drugstore drin. Bruno, geh mal kurz den Dackel holen. Jetzt wird nicht gespielt. Den Hund hat er als Welpen von einem Züchter geholt. Dann bleibst du mal hier. Bruno ist ein amerikanischer Zwergdackel, deswegen die etwas ungewöhnliche Farbe, aber ein reinrassiger Zwergdackel. Wir haben ihn eigentlich geholt, weil wir gesagt haben, gut, der Karl, mein Sohn, ist jetzt alt genug und sollte mal auf Tiere aufpassen. Und wer macht's jetzt eigentlich? Macht das meine Freundin und ich, dass wir dann nachher damit unterwegs sind, wie das halt meistens so ist. Aber man gewöhnt sich dran und es ist ja auch ziemlich nett. Sein Firmenwagen ist ein Wartburg Barkas B1000 von 1973. Ein ehemaliges Feuerwehrauto. Ja, ne? Ich wollte dir sagen. Ja, der rennt wenigstens noch richtig. Richtig. Und wenn da mal stehen bleibt, musst du mal irgendwas, dann läuft er. Naja, notfalls wie bei mir. Ne? Einmal mit Faust draufhauen, dann geht das wieder. Ja, das war aber schade. Tun. Die Tür ist relativ schwer, ja. Seine Werkstatt liegt mitten in der Fußgängerzone in einem Hinterhof. Und hoch. Die Kappe der Bergmühle passt. Sauber rübergekriegt hier, ne? Ganz toll. Genau da, wo er sitzen soll, auch. Wir müssen ja von hier aus arbeiten nachher, ne? Um die Flügel ranzubekommen. Das Ziel, Walter will hier wieder aus Getreide Schrot malen. Wie früher. So kann losgehen. Mühlenbauspezialisten aus Schleswig-Holstein und Niedersachsen haben die alte Kappe in den vergangenen Monaten so weit wie möglich mit Originalteilen restauriert. Die Flügel sind neu. Die alten Flügel sind einfach kaputt gegangen. Die sind verrottet im Laufe der Zeit, weil die auch nicht mehr bewegt wurden. Und als sie dann nach und nach verrottet waren, kamen die Stürme, Christian und Xaver, und dann hat es sich zerlegt. Und als es dann gefährlich wurde rundherum, dann mussten wir sie runternehmen. Etwa 20 Jahre stand die Mühle still, drohte zu verfallen. Jetzt soll sie endlich wieder laufen. Jetzt ist die Mühle bald vollständig, zumindest sind die Flügel eingebaut. Das ist ein historischer Moment. Hier wird Geschichte geschrieben, Mühlengeschichte. Ja, und dann wird sich zeigen in den nächsten Tagen, wenn es alles fixiert ist, dass sie dann erstmals anfängt, auf sich zu drehen. So, guck mal, gehen Sie hier rüber, dann können Sie oben Bolzen rein. In zwei Wochen ist Eröffnung. Dann muss alles fertig sein, außen und innen. Bruno, komm. Hallo Christian. Ein wunderschön. Moin. Hallo. Schön, dass du da bist. Dann machen wir mal rein. Mal gucken, was wir hier noch machen können. Was ihr heute wieder habt. Diese Treppenstufen, die haben es ja bitter nötig. Und die Wange ja auch hier, ne? Ja, du müsstest halt sehen, ihr habt einen ziemlichen Abtritt. Also das heißt, hier hat früher tatsächlich jemand gearbeitet. Aha. Und das mit guten Arbeitsschuhen hoch und runter. Ja. Wir sollten im Zuge der Standsicherheit einfach auch sehen, was ist mit der Treppenwange, die ist sehr vom Wurm befallen. Der Denkmalschutz ist einverstanden, wenn es genauso wieder herrichtig gewesen ist. Ja, deswegen habt ihr uns angesprochen. Genau. Ja. Christian ist nicht nur Tischlermeister. Er hat auch eine Zusatzausbildung zum Restaurator. Hier und auch in der Treppenwange, das können wir nicht mehr halten. Nee. Da müssen wir einfach sehen, dass wir was anderes machen. Wir haben hier ein Kulturdenkmal, welches wie fast jedes Kulturdenkmal in Flensburg einfach schützenswert ist. Und da wieder was dran zu machen und dann nachher auch was zu haben davon, weil ja Generationen danach noch das Ganze betreten können und weiter nutzen können, das ist einfach das, was daran schön ist. Die Treppe ist vermutlich so alt wie die Mühle selbst. 230 Jahre.
Christians Werkstatt liegt nur wenige Minuten von der Mühle entfernt. Auch deshalb hat er den Auftrag bekommen. Einige Stufen kann er retten und aufarbeiten. Andere sind so marode, dass er sie neu bauen muss. Nach historischem Vorbild aus Kiefernholz. Ganz ursprünglich wollte ich eigentlich Schlosser werden. Und dann habe ich ein Betriebspraktikum gemacht und habe aber festgestellt, dass das gar nichts für mich ist, weil es die ganze Zeit immer so nach Blut schmeckt, wenn man da nach dem Arbeitsprozess wieder rausgeht, durch das ganze Metall, was man dann hat. Und von daher war es dann eigentlich schöner, als ich in die kleine Tischlerei kam, wo ich gelernt habe. Ich bin reingekommen und wie jetzt hier auch, wurde da gerade Kiefer aufgeschnitten und ich habe mich sofort verliebt in das, was man dann nachher im Endeffekt gerochen hat und was in der Luft lag, die Späne, die überall rumlagen. Ich habe mich auch früher schon ganz gern dreckig gemacht. Von daher war das das Ideale, was nachher passieren konnte. Vor 18 Jahren hat er sich selbstständig gemacht. Inzwischen beschäftigt er 16 Angestellte auf 2 Etagen. Die Handwerkskammer war auch sehr skeptisch, da wir damals in Flensburg schon knapp 28 Tischlereien hatten, Flensburg und Umgebung. Und die gesagt haben, wir haben viel zu wenig Einwohner. Aber da wir uns ja dann nachher mehr und mehr spezialisiert haben auf den Denkmalschutz und auf Erhalt von Gebäuden und nicht auf den Neubau, hat sich eigentlich gezeigt, dass das die richtige Wahl war. Wir haben unsere Nische gefunden, in der wir jetzt hier gut auskommen. Und wir machen natürlich auch viele kleine Sachen, die für andere nicht mehr lukrativ sind. Der Bau der Treppenstufen für die Mühle wird kompliziert. Das Entscheidende ist zum einen, dass wir eine vernünftige Holzauswahl haben, die klimatisch da auch reinpasst. Also es darf nicht zu trocken sein, es darf kein reines Fußbodenholz sein, weil sie sonst zu sehr quellen würden. Und möglichst wenig Äste. Ist bei Kiefer manchmal ein bisschen schwierig. Aber hier die paar fallen dann nachher noch mit raus, sodass das nicht ganz so ins Gewicht fällt. Es sollen ja immer noch Gebrauchsstufen werden. Die müssen jetzt erst einmal trocknen. So, ja, wollen wir mal. Ja, mal los. Wollen wir ran in die Arbeit. Ran an Mahlstein. Die Abstreifer. Der tonnenschwere Mahlstein ist schon über 100 Jahre alt und muss auseinandergebaut und neu geschärft werden. Erst dann kann Walter damit wieder Schrot malen. Hoppla. Ja, noch kleiner. Der muss tiefer. Bitte? Ja, hier auch. Gut. Gut. Okay. Gut, reicht, ist drin. Der Stein war jetzt etwa 10, 12 Jahre im Dauerstillstand und wird jetzt wieder ganz neu aus der Taufe gehoben. Ein spannender Moment und dazu gehört natürlich auch, dass ich selber wissen möchte, wie sieht es aus mit der Schärfe. Walter ist einer der wenigen Müller, die das Schärfen eines Mühlsteins noch gelernt haben. Das war eine Arbeit, die früher ein Mensch alleine machte, meistens nachts. Weil es musste ja nicht so weitergehen. Aber ich habe auch gelesen in der Lektüre, dass auch Spezialisten von auswärts zum Schärfen engagiert wurden. So wie auch Messerschleifer. Ne? Die zogen über Land, haben ihre Dienste angeboten, haben eine tolle Schärfe abgeliefert. Vorsicht, langsam. Und der Müller war froh, weil er am nächsten Tag weiterfahren. Da müssen wir langsam ein bisschen tiefer drücken. Genau. Ich lerne täglich dazu. Ich habe also einfach nur Hochachtung vor dem auch, was vor 1792 ist die Mühle gebaut, was damals gemacht wurde, auch wie man so etwas hier hochbekommen hat. Auch die Arbeit der Müller. Am besten die Füße unter raus. Werner mit seinen Stahlkappenschuhen. Ja, meinen Sie jetzt in Sicherheit, bitte. Das Schärfen ist eine Wissenschaft für sich. Die Steine nutzen sich unregelmäßig ab und die Furchen müssen nachgearbeitet werden, damit das Getreide ganz fein gemahlen werden kann. Mir hat mal ein alter Müller erzählt, aus den 20er Jahren, wusste er noch, musste das alle 6 bis 8 Wochen gemacht werden. Man muss dazu sagen, die Steine lieben immer dann, wenn Wind war und wenn ordentlich Wind war, 7 Tage die Woche. Und dann musste das wirklich oft gemacht werden.
nach Feierabend drehen, pickern die ganze Nacht und morgens ging es weiter. Alle 6 Wochen. Ein Fenster aus dem alten Wohnhaus des Malers Emil Nolde. Restauriert von Christian. Jetzt will er es wieder einbauen. Okay, müssen wir nochmal absetzen. Die Ding ist noch weg. Und holst du mal Bruno? Ja. Marvin war sein erster Mitarbeiter. Die beiden sind fast seit 20 Jahren ein Team. Mit 15 saß Christian das erste Mal in einem alten Wartburg-Bus. Das war während seiner Tischlerlehre in Leipzig. Heute fahren sie einmal quer durch Schleswig-Holstein. Von der Ostsee an die Nordsee. Ins Nolde-Museum nach Seebühl. Auf lange Strecken sind die Sitze nunmehr nach 40 Jahren, was hier die Oma auf dem Buckel hat, doch ein bisschen anstrengend. So für den Rücken. Aber da macht man halt einfach ein bisschen mehr Pause und man hetzt einfach nicht so. Das ist das eigentlich das Schönste. Es ist eine Entschleunigung. Und so hat man einfach nachher hier ein Lebensgefühl, was man ausdrückt und was auch mitfahren kann. Und das ist das, was nachher eigentlich ganz schön ist. So. Die letzten hier. In diesem Haus hat der Maler Emil Nolde bis zu seinem Tod 1956 gewohnt. Zusammen mit dem historischen Garten ist es heute ein Museum. Nolde hat das Haus für sich und seine Frau selbst entworfen. Die Herausforderung hier war, die Fenster so wiederherzustellen, wie es im Ursprung eigentlich gemacht wurde. Die wurden ja hier in Nordfriesland ursprünglich von einer kleinen Tischlerei gebaut. Und das dann nachher mit den neuen Anforderungen, die daran gestellt werden, wieder zu kombinieren, war nicht ganz einfach. Denn hinter diesen Fenstern werden demnächst wieder wertvolle Gemälde von Emil Nolde ausgestellt. Das sind jetzt Messingplättchen unlackiert oder unbehandelt, haben die charmante Ansicht, dass sie nachher anlaufen. Und dann einen Grünspan bilden, also eine Oxidschicht bilden, die sehr nett aussieht und mit der Umgebung, zum Beispiel dem Leinöl, einfach verschwimmt und dann nachher fast nicht mehr da sind. Und jetzt haben sie einfach die Eigenschaft, dass dahinter kein Wasser in das Loch dringen kann. Flensburg war einst eine große Handelsstadt und ist bis heute für ihren Rum bekannt. Zur Eröffnung der Mühle will Jürgen einen eigenen Mühlenschnaps verkaufen. Den Müllerschluck. Oh, siehste, du warst ordentlich in Arbeit hier, wa? Ich hab das noch nicht geschafft. Nee. Aber 10 Minuten und dann sind wir hier durch. Ja. Und dann kannst du deine paar Flaschen wenigstens schon mal mitnehmen. Der Müller-Schluck ist ein klarer Schnaps mit milder Note. Produziert von Martin Johansen, dem Chef des ältesten Rumhauses der Stadt. Ja. Wir haben damals, wann war das? 2006, haben wir dort geheiratet, in der Mühle. Genau, mit unseren ganzen Freunden. Und das Ambiente ist ein ganz tolles. Wir hatten noch schickes Wetter dabei und wirklich ist jedem nicht nur die Hochzeit, auch die Mühle in Erinnerung geblieben. Jetzt, wo wir die Kappe raufbekommen haben, ja, und die Flügel dran, werden wir demnächst feiern. Sieht gut, ne, aus, ja. Mit wie vielen Gästen rechnen wir denn? Ja, das hängt natürlich ganz davon ab, wie das Wetter sich entwickelt. Und das kann zwischen 100 und 1000 sein. Oh. Normalerweise füllt Martin hier Rum ab. Wie viel schaffst du so in der Stunde von den Flaschen? Oh, wie viel? Die Anlage schafft ungefähr 300 Flaschen. Pro Stunde? Ja, ja. Oh. Also mit Verpacken, ne? Mit der Handarbeit eine ganze Menge, ne? Ja, ja. Heute sind es 100 Flaschen Schnaps für den Mühlenladen.
Das ist eine Nummer noch per Hand aufgeklebt. Das Etikett hat ein Kollege aus dem Mühlenverein entworfen. Ein Grafikdesigner. So, das ist es. So, fertig. Super. Dann kannst du auch los. Dann erstmal. Was dann? Danke. Jo, tschüss. Tschüss. Die restlichen Flaschen liefert Martin zum Mühlenfest. Bis 1956 wurde die Bergmühle von einem hauptamtlichen Müller betrieben. Das ist ja das fast Letzte. Flensburg war eine Mühlenstadt und man sieht hier tatsächlich hier oben die Bergmühle und da unten ist die Talmühle. Die ist unten in der Neustadt. Also wir hatten ja in Flensburg insgesamt 54 Wind- und Wassermühlen. Ne? Und rundherum, die Stadt war voller Mühlen. Und das wird so um 1700, ne? 17, ja, 1800. Ja, 18. Jahrhundert, ja. Ende 18. Jahrhundert. Die Bergmühle ist die einzige, die heute davon noch übrig geblieben ist. Das muss so ja, aus den 60er, wo sie dann sehr verfallen war, die Mühle, ne? Abgedeckt. Ich glaube, die hat auch keine, nur noch die Grundgestelle da von den Flügeln, ne? Das ist ein Bild so aus den ja, Ende der 60er, Anfang der 70er, das ist die Straßenbahn. Ne? Da kann man die Bergmühle ja nun tatsächlich hier recht gut sehen. Und wir mit sehen, Flügeln? Ja, mit Flügeln, aber wir sehen Bäume jetzt davor. Auch, dass die Bäume, ja, die sind natürlich sehr hoch gewachsen jetzt ja. Und nehmen uns schon, ja, so schön wie sie sind, aber die nehmen uns schon eine Menge Wind. Ich bin aufgewachsen, schräg gegenüber von der Mühle. Mein Opa hatte da einen kleinen Tante-Emma-Laden am Haus. Deswegen waren wir natürlich immer als Kinder hier und haben hier gespielt. Und hier sieht man ja die Kühe, die sind von Digger Willi. Digger Willis Koppel, ja. Das ist Digger Willi, der hat genau. Die Koppel betrieben. Und da haben wir ihm natürlich auch so manches Mal sein Korn runtergetreten von der hinteren Koppel. Und dann ist er hinter uns her, aber wir waren schneller. Und wir hatten dann gegenüber der Bauer Landstraße einen Schrebergarten. Und dann sind wir alle dahin in unseren Schrebergarten, haben uns unter dem Tisch versteckt und haben gesagt, morgen müssen wir alle was anderes anhaben, wenn wir in die Schule gehen. Nachher kommt er und sucht uns. Um die Mühle für die Zukunft zu erhalten, haben engagierte Flensburger vor 41 Jahren den Mühlenverein gegründet. Anfang der 50er Jahre, da habe ich für meinen Vater Getreide geholt, hier, er machte eine Körnerkur. Das ist das einzige Mal an sich so, dass ich richtig in dieser Mühle drin war. Interessant war auch noch dabei, dass ein Onkel von mir in der Nachbarmühle, in der moderneren Weizenmühle, Müller war. Und dadurch war irgendwo so ein Bauchgefühl da für diese Mühle eben auch da. Und darum bin ich auch damals schon als der Verein gegründet, wurde kurz danach auch eingestiegen. Die Mühle gehörte einfach irgendwie zum Norden dazu. Zum Mühlenverein gehören mittlerweile 290 Mitglieder, überwiegend aus Flensburg. Seit 18 Jahren fühlt sich Christian in seiner kleinen Werkstatt zu Hause. Studiert hat er an der Fachschule für Technik und Gestaltung. Dort hat er auch gelernt, wie man eine Tür restauriert. Der Charme, der nachher davon ausgeht, ist 10-mal höher, als wenn du eine neue Tür hättest. Schon allein, weil, wie bei uns ja auch überall, irgendwo mal eine kleine Kante ist, irgendwo mal eine Ecke ist, die nicht ganz zu ist und. Und das ist das, was es nachher im Endeffekt spannend macht und was es auch einen gewissen Stolz macht, wenn man das dann wieder sieht, dass es in Benutzung kommt und man immer sagen kann, das haben wir mal gemacht. Das ist schön toll. Historische Schätze neu entdecken. Das ist seine Motivation. Genau. Einfach drauf. Seine Lehrzeit war prägend. Und dann sind wir ganz viel nach Leipzig gefahren. Das war Anfang der 90er Jahre und haben dort die alten Gründerzeithäuser wieder instand gesetzt. Und da, wo man anfängt, da bleibt man. Schuster bleibt bei deinen Leisten, also bin ich dabei geblieben. Und es macht ja dann auch immer wieder Spaß, solche Sachen wieder in neuem Glanz erstrahlen zu sehen. Termin mit dem Mühlen-TÜV. Die neue alte Technik muss reibungslos laufen, sonst darf Walter nicht malen. Im Prinzip würde ich sagen, gehen wir einmal komplett durch. Und Herr Skau soll dann einfach auch mal Funktionsprüfung machen. Gerd, kommst du denn mit drauf, dass wir oben die Jalousie-Sicherung rausnehmen? Das ist nämlich nicht mit dem Klappenknecht gemacht, den haben wir nämlich selber gemacht. Ja. Der kam leider nicht mit, war nicht mit dabei. Der macht zu. Vorsicht, Kopf. Jawohl. Ist er.
Mal gucken, ne? Ja, gehen wir gleich mal raus am besten. Die neuen Flügel sind aus Stahl und Aluminium und extra gesichert. Passt der denn auch noch dann? Der passt dann. Der ist ja jetzt so, dass er geklemmt hat. Deswegen sind hier auch schon zwei Löcher, oder er muss noch mal nachbohren. Aber das wäre schön, weil, wenn wir solche Sachen entgraben. Mhm. Bei einer Bauabnahme müssen wir uns im Prinzip davon überzeugen, dass die Arbeiten einwandfrei ausgeführt sind und dass die Mühle eben im Prinzip auch funktioniert. Deswegen kommt nachher die Funktionsprüfung auch noch, auch wenn der Wind, naja, ein bisschen auf sich warten lässt. Das Problem: Wenn der Wind aus der falschen Richtung weht, kommt er bei der Mühle nicht an. Zu viele Bäume stehen drumherum. Und einfach abholzen geht nicht. Naturschutz. Je schwächer der Wind, desto mehr müssen die Flügelklappen geschlossen werden. In der Aufstellung, also die müsste es sein. Ich habe nur eigentlich geguckt jetzt hier, wie die Öffnung der Klappen ist. Die sollen ja eigentlich ganz auf sein. Und er muss die noch ein bisschen nachstellen, weil die sind nicht ganz auf. Wasserschlauch. Wir brauchen den Enterhaken. Oh, das ist ganz schön eng, ja. Da gibt's noch ein Bild, was ich von dir habe. Von mir? Ja, wo du mit dem Enterhaken da ziehst. Ja. Weiß ich noch. Kann man sehen, was der Wind für eine Kraft hat, ne? Jawohl. Fast 2 Stunden dauert die Prüfung. Mir liegen jetzt Mängel vor, die eine Abnahme nicht zulassen, aus meiner Sicht nicht. Nein, eigentlich sind keine Mängel festzustellen, die jetzt eine Abnahme in Frage stellen. Ja, also insofern, ja, prima. Na, jetzt geht's los hier, liebe Leute. Jetzt fängt aber das Mühlenleben mit Null an und das ist eine ganz andere Welt als vorher. Vorher war das ein Haus, jetzt ist es eine Mühle. Zu Hause bei Christian. So, wir haben ja geguckt, irgendwie hat er ja ein bisschen gestottert, ne? Die Oma. Mal schauen, ob wir jetzt das mal ein bisschen behoben kriegen. Ich glaube, es sind die Zündkerzen. Mal gucken, was wir da haben. Feierabend. Endlich hat er Zeit für seinen Sohn Karl. Ist bestimmt vom Italienurlaub noch ein bisschen Dreck drin. Ich sag dir das. Eigentlich wollten wir mit dem Autozug nach Italien fahren. Der hat uns aber nicht mitgenommen. Also sind wir von Hamburg aus runter nach Italien über den Brenner in die Dolomiten zur Adria. Zwischendurch immer Pause gemacht. Wo war das? In die Toskana. Ja, an der Adria sind wir rübergefahren. Wie hieß das? Nach Cinque Terre. Genau, an die Cinque Terre. So, dann schmeiß doch mal an. Die Oma, dann gucken wir mal, ob es immer noch knallt oder ob es nicht knallt. Also nicht erschrecken, wenn es knallt. Geht ja immer ganz viel mit Hören. Und da hinten ist der Vergaser und dann mit dem Gasbautenzug wird über die Benzinpumpe das Benzin da reingepumpt. Okay. Dann verdampft das und dann geht das hier in den Motor rein. Alles klar. Aber so hört sich schon wieder sehr gut an. Sehr schön. Für mich ist das ein Stückchen Wert erhalten. Die alten Werte, die da sind, auch wenn man jetzt vielleicht sagt, Umweltbewusstsein und Tüdelüt. Aber wir haben so ein Umweltbewusstsein, dass es auch die alten Sachen erhalten werden sollten, weil bevor ich jetzt was Neues kaufe, kann ich auch erstmal das Alte aufbrauchen und lieber reparieren. Und von daher ist das Reparieren hier, steht erstmal im Vordergrund, bevor wir uns was Neues zulegen. Oben auf dem Berg frischt es kurz auf. Ja, der Sack arbeitet sich jetzt langsam nach oben mit dem windgetriebenen Sackaufzug. Wobei man natürlich immer sagen muss, Wind ist hier das Wichtigste. Und es dauert jetzt entsprechend länger, weil der Wind ist eben sehr schwach am heutigen Tag.
Ja, das ist ein Moment, der früher oft eingetreten ist, weil der Wind uns gerade im Stich lässt. Jetzt hängt unser Sack, der ja eigentlich in den ersten Stock sollte, zwischen Himmel und Erde. So, jetzt könnte man das hier festmachen oder ihn runterlassen. Nö, machen wir lieber fest. Gut, dann nimmst du die Schwimmwesten und packst die schon mal ins Auto. Oh, als wenn wir das schon mal gemacht haben. Zusammen mit Christians Kumpel Ole geht's an die Flensburger Förde. Sitzt er bei dir? Ja, warte mal kurz. Gut. Kannst du mal hinten anheben, stimmt? Ja. Wir haben beide die gleiche Ausbildung absolviert hier in Flensburg und haben uns 2003 im Herbst kennengelernt auf der Fachschule für Technik und Gestaltung. Weil groß verändert hat er sich nicht. Er ist verlässlich und hilfsbereit und eigentlich so das, was ich so an ihm schätze. Wenn man wirklich was mit ihm ausmacht, und da kann man sich zu 100% darauf verlassen. Ich glaube, das macht ihn auch so erfolgreich als Unternehmer, dass man wirklich sagen kann, okay, wenn er sich was vorgenommen hat, dann macht er das und dann zieht er das auch durch. Das schätze ich sehr an ihm. Kannst du mal hinten stecken? Das Nette ist ja hier einfach dann runter ans Wasser und entweder bist du nur drüben am Hafen unterwegs oder nimmst du halt auch in das Boot und gehst raus. Das ist halt schön. Und das ist Flensburg. Das ist das Leben hier. Dann hupfe ich mal rein. Christian und Ole sind schon im Studium zusammen Kanu gefahren. Vielleicht hätte ich doch ein bisschen größeres Boot ausleihen sollen. Wieso? Das hängt so tief vorne. Oh, ist das schön. Müssten wir eigentlich einmal die Woche abends machen. Im Wechseln, ja. Mal hier, mal auf dem Westensee. Ja, das wäre eine tolle Sache. Als Studenten paddelten sie in den Semesterferien in Schweden. Das macht einen Riesenspaß, haben wir jetzt gerade festgestellt, alle drei. Es ist Ruhe und einfach mal auch für sich sein. Die Gedanken mal woanders hinbringen. Und das ist auf dem Wasser auch an sich leichter. Und da ich nicht so gerne segle, weil ich so schnell seekrank werde und mich immer betätigen muss, ist entweder rudern oder halt paddeln. Wenn er im Urlaub nicht gerade nach Italien fährt, rudert Christian auf der Mecklenburger Seenplatte. Oben bei der Bergmühle ist immer noch Flaute. Und in 3 Tagen beginnt das Mühlenfest. Bis dahin soll eine Bäckerin ein Bergmühlenbrot backen. Mit Dinkelschrot aus der Mühle. Die elektrische Getreidemühle muss helfen. Früher war Walter Lehrer, wollte dann aber lieber etwas mit den Händen machen. In Dänemark besuchte er eine Windmühle. Ein Schlüsselmoment. Irgendwann mal sagte mein Vater, Walter, dann musst du auch eine Ausbildung machen. So dass ich auch eine Umschulung offiziell zum Müller machte. Wovor ich mich erst drücken wollte, habe ich gedacht, wieder auf die Schulbank mit Ende 30, oh, 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 wieder rechnen, oh Gott, oh Gott. Ich bin aber froh, dass ich das gemacht habe. Ich wollte immer eine alte Mühle wieder zum Leben erwecken. Als Müller hat er sein Geld in verschiedenen Mühlen verdient. Diese Kombination aus Naturkraft und gesunder, getreidelastiger Ernährung, was ja in der heutigen Zeit immer wichtiger wird. Regionale Versorgung, ne? Die Bäcker vor Ort, ne? Versorgen. Nach dem Motto, der Wind weht überall, kann man ja hier dann auch das ausnutzen. Zu einer richtigen Mühle gehört auch ein Mühlenladen. Hier wollen Walter und Jürgen später gemahlenes Schrot, den Mühlenschnaps und auch frisches Brot verkaufen. So, moin, Jule. Moin. Hier, damit du dich nicht langweilst und weiter backen kannst. Ah, top. Jule Meggers stammt aus einer Bäckerfamilie, leitet den Betrieb zusammen mit ihren Eltern. Schön grob. Bin ich mal gespannt, wie das Brot damit nachher wird.
Das Rezept für das Mühlenbrot hat sie sich mit ihrem Vater ausgedacht. Da Dinkel sehr trockenbackend ist, mussten wir irgendwie sehen, dass wir da ein bisschen Feuchtigkeit reinbekommen. Deswegen haben wir uns für ein Kochstück entschieden mit Leinsaat und Lupinenschrot und Sonnenblumenkern, dass das Brot einfach ein bisschen saftig und Feuchtigkeit bekommt und auch einfach ein bisschen länger haltbar ist dadurch. Jule war sofort bereit, das Brot auch in kleiner Menge zu produzieren, ohne zu wissen, ob sich das finanziell für sie lohnt. Da bei der Bergmühle, dass hier alles per Hand gemacht wird, merkt man schon auch vom unterschiedlichen Schrot, von den unterschiedlichen Chargen einen kleinen Unterschied. Da merkt man auch immer, dass man mal beim Teig was anpassen muss. Immer mal gucken, mal braucht man ein bisschen mehr Mehl, mal ein bisschen weniger Schrot. Also da merkt man schon, dass man echt so aufmerksam immer sein muss in der Teigbereitung. Etwa 40 Minuten müssen die ersten Brote backen. Dann folgen weitere. Das Bistro, in das Christian die Tür wieder einbauen will, ist nur 2 Minuten von seiner Werkstatt entfernt. Bruno, komm. Der mag keine mit Zotteln vorm Gesicht. Nee. Das Bistro liegt zentral am Willy-Brandt-Platz. Deshalb soll es Willy heißen. Ja. Hat er. War die jetzt eigentlich schon auf Breite, oder? Ist jetzt abgemessen, ja. Noch ein Stückchen höher. Unten sitzt. Oben sitzt. Jupp. Erster Eindruck sieht schon ganz gut aus. Jetzt noch ein bisschen einpassen, dass hier grob schon mal zugeht. Und dann müssen wir hier noch im Schließblechbereich eine Reparatur vornehmen, dass es dann nachher wieder ordentlich und hübsch wird. Und auch wieder seinen Zweck erfüllt, nämlich auf und zugeht und verschließbar ist. Mit der Tür liegt Christian im Zeitplan. Ansonsten hängen die Arbeiten ganz schön hinterher. Hey. Wie sieht's aus? Moin. Ja, also, wir sind zurückgekommen. Ja. Und die hübschen Blumen sind zum Vorschein. Guck mal, was wir da alles jetzt rausgeholt haben, ne? Besuch vom Eigentümer des Hauses, der Christian beauftragt hat. Die Tür, man hat's vorher geahnt, dass sie schön ist, aber jetzt ist sie noch schöner. Jetzt kommt's erst. Das ist unser Schicksal. Also wir verlieben uns immer in Gebäude, wenn wir irgendwas machen. Dieses Gebäude hat, dieses und auch das Hauptgebäude, hat eine große Geschichte. Und wenn man anfängt, sag ich mal, zurückzubauen, wir haben hier ungefähr 20 Kubikmeter nur an vorgehängten Fassaden, abgehängte Decken und so weiter rausgebaut. Und immer wenn man ein Stück zurücknimmt, wird es immer schöner, erzählt ein Stückchen von der Geschichte und letztendlich ist es auch die Werthaltigkeit. Später muss Christian die Tür noch streichen. Jürgen möchte im Mühlenladen auch Honig verkaufen. Doch noch weiß er nicht, ob das was wird. Die Bienen sind noch ganz neu an der Mühle. Das ist so in Ordnung? Ja, da runter. Dann bist du hier so hinten. Sag mal, das ist jetzt ja das erste Mal, dass ich hier so eine Aktion mache. Ja. Kenne ich ja noch gar nicht. Ja. Aha, dann muss ich dann. Ja, dann nein, wir machen so. Das ist gut. Okay. So ist gut. Gestern habe ich sie hergebracht, spät abends, um 9:30 Uhr. Weil sie müssen ja erst alle zu Hause sein. Ach so, du kannst okay. Jetzt zum Beispiel die Völker nicht umsetzen, weil dann ja die alle, die draußen unterwegs sind, gar nicht mitkommen. Der Smoker beruhigt die Bienen. Die krabbeln dann so ein bisschen zurück, haben die Vorstellung, es könnte vielleicht brennen und gehen zurück zu ihren Vorräten. Hobby-Imker Ralf Müller engagiert sich wie Jürgen im Mühlenverein. Es wimmelt hier ordentlich, das kann man gut sehen. Oh, aber ja. Die Bienen sind ruhig. Und hier oben siehst du schon, ist der Honig mit Wachsplättchen gesichert. Genau, ja. Die Bienen müssen jetzt in den nächsten Tagen fleißig Nektar sammeln. Sie können in der Stadt sehr gut Honig gewinnen. Mhm. Angefangen hat es ja auf der Pariser Oper, dass man in der Stadt angefangen hat Honig. Und Sie können also hier, wenn hier rund grün ist, haben die Bienen gute Möglichkeiten, auch Nektar zu sammeln oder eben Honigtau. Es gibt auch Blatthonig und wenn hier viele Bäume sind und auch Pflanzen und hier sind auch noch Schrebergärten, dann gibt es also für die Bienen gute Möglichkeiten. Ich finde das einfach nur geil. Das ist so stark, dass wir hier auch noch einen Bergmühlenhonig produzieren. So, nur ist Ruhe, oder?
Christian will sich mit dem Pastor der St. Nikolai-Kirche treffen. Moin Markus. Moin Christian. Moin. Ja, klasse. So. Da sind wir, genau. Jetzt müsstest du mal sagen, wie stellst du das wo, was von der Größe überhaupt vor? Wir haben ja 1500 Stadttauben allein im Innenstadtbereich. Und das ist natürlich ein Hygienethema. So, und die Idee wäre natürlich jetzt, hier ein hübsches, attraktives Taubenhaus hinzusetzen. Vielleicht so ein bisschen historisierend, was dann auch passt zu irgendwie ja. St. Nikolai, 600 Jahre alt, wo wir diese kleine Kolonie, die hier oben ist, runterziehen könnten in dieses Taubenhaus, um möglichst vielen Paaren eine Brutmöglichkeit zu geben und ihnen dann Gipseier unterzuschieben, um die Population langsam zu senken. Durch die Gipseier können die Tauben ihrem natürlichen Bedürfnis zu brüten nachgehen, ohne dass noch mehr Tauben schlüpfen. Das könnte ich mir jetzt ganz gut vorstellen. Und dann natürlich so als Zierde direkt vor der Kirche, finde ich eine gute Idee. Müsste man nur schauen, wo kann man es hier positionieren. Es gibt ja so ein paar Faktoren, die da noch mit reinspielen. Ne? Also es muss gut erreichbar sein, wir müssen zusehen, dass Vandalismus möglichst nicht passieren kann. Also unten vielleicht mit Stahl arbeiten. Und müssen schauen, dass es aber dennoch zu reinigen ist und gut zu pflegen ist. Das Reizvolle ist ja wirklich, dass Christian durch seine tollen alten Autos, die er draußen stehen hat, sofort einen Sinn vermittelt dafür, dass er auch Freude an alten Dingen hat. Also und das Zurechtmachen von alten Dingen. Das Taubenhaus von Christian soll der erste Schritt sein. Danach plant der Pastor noch einen größeren Unterschlupf. Höchste Zeit für die neue Treppe. Die Eröffnung der Mühle naht. Bruno, komm. Bei so alten Bauteilen weiß Christian nie genau, ob alles so passt wie geplant. Marvin und ein Azubi sollen mit anpacken. So, lass mal kurz gucken hier. Bruno, ran hier. Das ist das gute Stück. Treppenstufen werden wir bis hier oben hin rausnehmen, weil die so ausgetreten sind. Ja. Ne? Damit der Müller sich nicht auf die Nase legt. Moin, moin. Da seid ihr. Ja. Haben schon mal grob ein bisschen vorbesprochen. Habt ihr schon mal, ja. Genau. Werden dann anfangen, jetzt das gute Stück auseinanderzunehmen. Ja. Ne? Vorsichtig. Und wie lange, was meinst du, wie lange braucht ihr dafür? Wir müssen ja dann sehen, dass wir auch wieder hoch und runter kommen. Ne? Ja, wir müssen erst mal gucken, wie es auseinanderkommt, also heute Morgen. Okay. Ne? So ist jetzt zum Samstag. Gut. Wieder hoch und runter können und oben nochmal. Hochklettern, runterspringen dann. Gut. Ihr seid dann irgendwie. 12 Treppenstufen müssen heute raus. Ich habe da hingeschrieben, dass es das erste Podest ist, was wir nachher mit tauschen. Und eine Nummerierung bei solchen Sachen ist immer sehr sinnvoll, damit man nachher auch weiß, wo sie noch hinkommen. Und am besten so, wie man halt selber läuft, also von der 1 bis hin und wo es hinkommt. Weißt du? Ja? Wir gehen auf Rückwärts. Nee, bitte mehr an den Pfosten, genau. Am Pfosten? Am Pfosten. So wie ich hier. Nee, nicht du, bist in der Mitte. Am Pfosten, das ist hier. Hier. Hier laufen, so weit wie möglich am Pfosten. Pfosten, Walter. Spreche ich Chinesisch oder was? Ah, ich zieh mal ein bisschen hier. Erst einmal machen sie nur den unteren Teil der Treppe. Später soll auch der Rest folgen. So, dann vorsichtig. Genau. Einmal raus. Okay. Christians Mitarbeiter profitieren von seinem Spezialwissen. Was zeichnest du da jetzt an? Bündig oder? Nee, ich habe jetzt schon länger gezogen, damit die Treppenwange nachher auch wieder noch die Verbindung bekommen kann. Und das muss ja dann so ein bisschen eingearbeitet werden. Bezahlt werden die Umbauarbeiten vom Mühlenverein. Ganz in der Nähe der Mühle liegt die Bäckerei. Jule hat inzwischen schon die nächsten Bergmühlenbrote gebacken. Fürs Mühlenfest. Sieht sehr gut aus, ja. Doch, echt ideal. Ich glaube, wir hatten so zwischen 50 und 100 Broten erstmal abgeschätzt. Ist ja alles noch ganz neu, wissen wir noch gar nicht so richtig, was da auf uns zukommt. Ist ja jetzt das erste Mal, dass wirklich der Mühlentag da mit dem richtigen Mühlenbrot da stattfinden wird. Ich bin mal gespannt, was da auf uns zukommt.
Endlich ist es soweit. Die Eröffnung. So. Wir brauchen noch einen Tisch für die Tombola hier. Wunderbar. Wenn du dir deinen Bar bitte hinstellst, wir haben noch mal gerade. Wir haben zu viele Gewinne. Ach, die wirst du bald alle los sein. Das wird heute die Tombola. Und weil wir ja nun einen besonderen Tag haben, gibt es bei uns nur Gewinne und keine Nieten. Das ist doch schön, ne? Also jeder, der loszieht, gewinnt. Jedes Los gewinnt. Und das ist auch noch ein Preis hier. So, und dann müssen wir noch ein bisschen das Regal auffüllen. Den guten Müller-Schluck. Jeder Cent, der vom Verkauf übrig bleibt, fließt in den Erhalt der Mühle. Mühlentag gibt es jedes Jahr, aber solch einen Mühlentag gibt es nur in diesem Jahr ganz besonders mit der Einweihung von Kappe und Flügel. Und das ist schon, ja, da kann man schon sehr stolz drauf sein, das ist das ganze Team. Heute von der Bäckerin persönlich, Verkauf des Bergmühlenbrotes. Jetzt sind wir gespannt, wie das bei allen ankommt, ob das schmeckt, ob die das ordentlich mitnehmen und natürlich auch, wie die Resonanz danach ist. Ein Brot kostet 4,20 Euro. 50 Cent davon gehen an die Bergmühle. So viel Zeit muss sein. Testlauf auf der neuen Treppe. Das ist natürlich ein tolles Ding. Also das hat er ganz toll hingekriegt, der Tischler. Naja, ich finde, es muss eben auch denkmalgeschützt passen. Also es ist ja nicht so, dass man da irgendwas einbauen kann. Das hat er die Schablonen genommen, hat das saubere Arbeit ausgefüllt. Das finde ich großartig. Und das sieht also richtig authentisch aus. Das ist schon, das ist ein tolles Werk geworden. Selbst der Auftritt oben ist neu. Und das ist mal für uns eine ganz große Hilfe. Frühstückspause für Christian. Zeit für das Taubenhaus. Auffallen soll es. Ich hatte jetzt überlegt, wäre vielleicht ein Oktogonalbau, also ein achteckiger Bau, ganz angenehm. Der ist in der Kirche an sich sehr verbreitet, soll zu sehen sein. Und deswegen auch die Form auf einem Stiel, damit nicht jeder hochkrabbeln kann. Sondern das ist tatsächlich zum Reinigen. Und man kann sich da natürlich auch ziemlich ausspielen. Deswegen gucke ich, ob man hier noch angedeutet ein paar Grannen ranbringt, sodass wir in das Gotische der Kirche wieder eingreifen können. Oder das Ganze noch ein bisschen anders ausbildet und hier oben noch wieder ein typisches, mit dem Malen ist es, habe ich es nicht so, eine kleine Spitze aufbringt. Da könnten wir dann nachher den Sprengler oder den Dachdecker wieder noch mit einbinden. Und so, dass wir da natürlich auch eine Verbindung der verschiedenen Gewerke herkriegen. Die nächsten Schritte, einen Bauantrag schreiben und Fördergelder beantragen. Pünktlich um 10 kommen die ersten Gäste. Gucken und kaufen. Hallo. Hi. Ist das alles das gleiche Brot, ne? Ja, genau, das ist Bergmühlenbrot. Ich hätte nicht gerne eins, aber ein Stück bitte. Gerne. Ja, ich möchte auch so ein Brot haben. Ja, ist doch gut. Ich habe nur einen 50er, macht nichts, ne? Und so ein Brot ist doch mal was anderes. Nicht so ein einfaches. Nach mehr als 20 Jahren Stillstand soll sich die Mühle für die Flensburger heute endlich wieder drehen. Ja, wir kriegen jetzt den Wind relativ von vorne. Die Flügel stehen richtig. Das hat die Windrose ja besorgt. Deshalb war es ja schon früher so, dass die Mühlen sich die höchsten Standorte ausgesucht haben und immer an den Randgebieten der Städte und der Dörfer waren, damit sie möglichst viel Wind bekamen. In diesem Jahr ist es bei uns ganz was Besonderes, weil wir die Mühle wieder einweihen, dass wir auf den Punkt genau jetzt noch fertig geworden sind. Vor 2 Wochen ist die Kappe aufgesetzt worden und sind die Flügel angesetzt. Das ist schon eine ganz besondere Halt und dafür sage ich nochmal ganz herzlichen Dank. Ja. Jawohl, weiter schieb mal. Kann losgehen. Mehr als 1.000 Besucher sind gekommen, um diesen Moment zu erleben.
380.000 Euro haben die Stadt und der Mühlenverein in den vergangenen Jahren in das Denkmal investiert. Wir haben sie hier vor 8 Jahren hier geheiratet. Da gab es noch keinen Kopf, jetzt ist sie wieder komplettiert und darum ist es irgendwie ein sehr schönes Erlebnis hier zu sein. Das ist doch schon krass, wenn man so sieht, wie alt die ist und die ganzen Zahnräder, das fasziniert mich voll. Es ist so alt, das Holz auch alles, mich wundert, dass das fällt. 1 Kilo, soll das erstmal reichen? Ja, ja? Ja, ich muss das erstmal ausprobieren, ob ich damit auch mal einen Kuchen so backen kann. Aus kontrolliert biologischem Anbau. Ja. Feines, gesundes Vollkornschrot. 3,50 €. Das geht los. Damit wir mit diesem eingenommenen Geld die Mühle auch erhalten können. Jo, danke schön. Stimmt so. Stimmt so? Der Rest ist Spende. Vielen Dank. Wunderbar. Tschüss. Tschüss. Also du kriegst solche Kassen natürlich auf dem Flohmarkt XY, aber die funktionieren alle nicht mehr. Weil die alten Kassen sind ja, weil sie nie mehr verwendet werden, die sind alle verharzt und dicht. Ich wollte eine haben, in den 80er Jahren war das, die noch funktioniert, ne? Auf die Zukunft, ne? Mühle und so weiter. Und dann habe ich den Mann gefunden, der mal in der Registrierkassenzentrale sowieso gearbeitet hat. Der hatte von den Dingern 6 im Keller und sagt, ja, kannst du kriegen. Schon bald sollen hier wieder Lesungen, Konzerte und Hochzeiten stattfinden. Das ist das Ziel, das wir uns seit einigen Jahren gegeben haben. Und das läuft jetzt nicht. Das ist einfach ein geiler Augenblick. Sie haben es geschafft. Die Bergmühle ist wieder ein Wahrzeichen von Flensburg. Christian ist nicht in Feierlaune. Es hat gebrannt. Und zwar nicht unerheblich doll. So, dass ein Großteil der Werkstatt und vor allen Dingen das Büro vernichtet wurde. Bestandsaufnahme 3 Wochen nach dem Brand. Ich wurde von den Mitarbeitern nachts um 3 angerufen, da lag ich allerdings schon im Bettchen, hab geschlafen, dass es bei uns im Hof brennt und qualmt. Und da habe ich gedacht, erst ist es nur eine Mülltonne, die abgebrannt ist oder abbrennt. Und dann ich gesagt, gut, das wird die Feuerwehr wohl schon hinbekommen. Und dann um 4 hat mich der gleiche Mitarbeiter nochmal angerufen und sagte, bei uns schlagen die Flammen aus dem Dach. Und dann habe ich mir dann doch sehr große Sorgen gemacht und bin losgeradelt. Dann Bruno geschnappt, runtergefahren und dann war schon alles abgesperrt, die Feuerwehr war da und löschte oben vom Nordergraben und unten von der großen Straße zusammen. Und hat versucht noch zu retten, was zu retten ist. Das war mal mein Büro. Hier war ein Zeichentisch, hier waren die großen Schreibtische. Ja. Drucker da hinten mal gewesen. Tja, viel ist davon nicht mehr übrig. Quasi gar nichts. Wollte schon immer ein papierloses Büro haben, aber nicht so schnell. Das Feuer ist vermutlich im oberen Stockwerk in einer Wohnung ausgebrochen. Die Ursache ist noch unklar. Das Schlimmste ist, dass wir tatsächlich Maschinen und auch historische Gegenstände hier drin haben, die eigentlich ziemlich zerstört sind oder die eine große Aufbearbeitung jetzt haben müssen. Und manche Sachen bekomme ich auch einfach nicht wieder und kann ich nicht neu kaufen einfach, sondern schon mal gucken, wie wir das wieder machen. Das sollte eigentlich der Tresen für das neue Bistro werden. Auch einige Tische sind verbrannt. Hier war halt mit Liebe gearbeitet, diese kleinen Risse und sowas, die hier drinnen waren und Spalten, wurden halt mit einem Epoxidharz noch ausgegossen, so dass es dann ja schon was Besonderes ist und was Kleines da. Das sind auch so Sachen, die dann halt einfach mit zerstört sind. Schade um die schöne Arbeit. Christian schätzt den Schaden auf 560.000 Euro. Damit das Bistro doch noch pünktlich eröffnen kann, bekommt Christian Unterstützung von befreundeten Tischlern und darf deren Werkstatt nutzen.
So. Moin! Hi Christian, na? Na, läuft soweit? Ja, alles gut. Kaffeemaschine geht auch los, doll. Leuchtet, kommt nur noch kein Kaffee raus, aber da kommt bald. Yannick betreibt das Bistro, hat mit Christian die Inneneinrichtung ausgesucht. So um 11 soll Eröffnung sein, deswegen jetzt noch die letzten Restarbeiten und zusehen, dass der Laden dann nachher steht und dass es jetzt dann losgehen kann. Im Willi gibt's was auf die Flossen. Das Logo und den Slogan hat Christian mitentworfen. Na klar, ist es auch stolz dabei. Zu sehen, wie was entsteht und wie nachher ein fertiges Produkt ist, das macht einen schon stolz und dann kann man ja auch zeigen. Es befriedigt einen von innen her. Die Tür hat wieder ihre ursprüngliche Farbe. Alles nach Vorgaben des Denkmalschutzes. Serviert werden Fish and Chips, Fischbrötchen und vegane Baguette. Moin, schön, dass ihr alle da seid. Herzlich willkommen am Willy-Brandt-Platz im Willy. Wir freuen uns, euch gleich hier endlich unsere heiligen vier Wände zu zeigen, leckere Getränke, gute Getränke zu servieren. Also kommt rein und genießt es. Herzlich willkommen. Moin. Tritt ein in die heiligen Wände hier. Hey, Oggi. Dankeschön. Aufs Willi. Ich finde es ganz toll geworden. Also ja, eigentlich ohne Worte. Wenn man das vorher gesehen hat, wie das ausgesehen hat und was die daraus gemacht haben, echt toll. Die alte Substanz, wie sie hergerichtet ist, dass man auch das Bauwerk erkennt, dass es nicht vollgestellt ist mit irgendwelchen Sachen, sondern dass man wirklich die Struktur des Gebäudes auch noch kennt. Gerade die ganze Straße hat den Charme und diese Räume geben es auch wieder. Das ist schön. Bitte. Dankeschön. Christian würde seinen Weg genauso wieder gehen. Zwei Wünsche hat er für die Zukunft. Wir würden gerne noch ein bisschen mehr für die Ausbildung machen, dass wir andere Leute noch dafür begeistern können. Das kann man schaffen, wenn man eine vernünftige Ausbildung hat und eine Werkstatt. Das wäre das Schönste.